glaube, wir sind sicher. Los Vaqueros sind in diesen Zellen eingesperrt. Wir sind da, Vaqueros. Zeit, nach Hause zu gehen. Okay. Machen die Tür auf oder müssen wir irgendwie die Tür aufmachen? Wir sind vier Hermanos. Wir holen uns raus. Brechen wir die Türen auf? Die sind elektrisch verriegelt. Schalterst du den Kommandoposten am Flurende. Okay. Lade Munition auf. Wir öffnen erstmal die Zellen. Orale, mis hermanos hasta la muerte. Sanzibarra hat Waffe. Nimm eine und warte hier. Ich bin halt am überlegen, ob ich vielleicht auf die Dinge wechseln. Nee, komm, die MP5 ist schon okay. Ja, bin doch da. Stiften wir etwas Chaos. Orale. Nicht geil. Ja. Gut. Die wissen halt von uns dementsprechend. Ist es eigentlich unrelevant, dass wir hier irgendwie noch mit Schalldämpfer so was umherdüsen? Mann, okay, kommen sie von rechts. Aber fürs Gewissen, einfach mit den Schalldämpfer weiter. Das war der Speiserraum. Stiften wir etwas Chaos. Die Shadows wissen von uns. Bewegung, Feuer frei! Warum? Eigentlich ist die Deckung hier gar nicht so schlecht. Ist down. Irgendwann kommen sie von hier rechts. Ein Schuss noch, lade. Von oben. Oh. Das war... gecrackt, down. Ach, Mann. Nur wegen dieser ollen Nate, die mich da außen aus der Deckung gedrückt hat. Das Chaos. Orale. Die Shadows wissen von uns. Also Vorsicht. Bewegung, Feuer frei. Na, Feuer. Der ist auch gecrackt. Lade. Na komm. Der ist down. Da war keiner. Da ist eine. Nur nochmal nachladen. Da die jetzt keine Granate haben, ist es für mich gerade ein bisschen einfacher da in der Deckung halt zu bleiben. Dafür, dass die Luft rein ist. Despejado, Coronel. Keine Bedrohungen. An der Tür sammeln. An welcher Tür? Ist die Frage. Welche Tür denn? Ach, die Tür. Ist mit einem Schloss verriegelt. Ich mach das. Du hast doch ein ich wollte gerade sagen, du hast doch einen Bolzenschneider. Auf dein Zeichen, Colonel. Waffen scharf, Mann. Lass mich doch durch. Raus. Wir schließen uns den anderen an und verschwinden von hier. Okay. Ich kann es auch nicht Johnny nennen. Besser nicht. Das darf nur Ghost. Wir müssen über den Hof, damit alle rauskommen. Bevor er es ob, machen wir den Sombras die Hölle heiß. Hm. Das Dach, rechte Seite. Dach, rechte Seite. Jawohl. Jawohl, hab ich. Nein, da ist eine Granate. Oh, und dann kommen da die Gegner. Unlucky. Ja, komm. Ich kann's auch nicht Johnny nennen. Besser nicht. Das darf nur Ghost. Wir müssen über den Hof, damit alle rauskommen. Anti-Recheck auch schon auf die schießen können, hä? Huh? Rechte Seite! Weil das ist doch an sich eh egal, weil wir müssen die ja so rein. An sich bekämpfen. Was ich ganz gerne haben wollen würde, ist ein bisschen Munition für meine M14. Crack down. Sehr schön. Scharfschütze auf dem Dach. Da oben. Scharfschütze erledigt. Guter Schuss, Hermano. Was war das? Icarus, ach, ein MG. Oder LMG besser gesagt, das ist ja kein richtiges MG. Johnny. Und tschüss. Und es macht Boom. Und es macht Boom, wenn ich dich sehe. Tschüss, Auto. Oh. Ja.
Oben links? Nein. So. Ja, das Problem ist halt an den Schilden, wenn sie nicht geduckt gehen. So. Können wir auch ein bisschen lauter jetzt agieren. Diese Shadows sind verrückt. Seltener Johnny. Verdammte Mächtigerns. Scheint ruhig zu sein. Nimm alles, was wir im Kampf brauchen. Alles gut, Johnny. Sehr schön. So, die laden wir nochmal nach. Haben wir da nochmal? Nach oben? Bin hinter dir, Alejandro. Erster Stock! Aus mit den Vaqueros! Wir rücken auf. Wir müssen den Hof sichern, um rüberzukommen. Ja, doch. Das ist natürlich praktisch jetzt, dass wir halt die Sniper haben. Er geht da jetzt runter. So, das Ding ist down. Ist auch cool mit den... Zwar ein bisschen nervig mit der Panzerung und mit dem Helm, aber sehr, sehr realistisch. Weil, ja, die etwas besser ausgebildeten, halt Spezialeinheiten, die tragen ja so Helm und Schutzweste. Dementsprechend ist es auch richtig, dass man da ein paar mehr Schuss braucht. Auf dem Helm und sowas. Und dem Umlaufen war einfach mal, das juckt halt mal so überhaupt nicht. Und der gepanzerte ist auch down. Und man sieht halt einen kleinen Unterschied zwischen der Ska haben wir jetzt, müsst. Eine Skyl oder wahrscheinlich sein. Ja. Hä? Okay. Ja. Ich dachte, ich habe die alle kaputt gemacht hier gerade. Komisch. Ja, wir sind sind doch noch. Hört ihr das? Hubschrauber, ja. Moment. Okay. Wir bringen euch aus, verstanden? Laut und deutlich, Price, wir kommen zu dir. Wer ist das? Chinga Somadre. Ein Freund. Ich mag ihn jetzt schon. Los, alle Bagedos zur Mauer zwischen den Türmen. Sofort. Okay, ich darf als erstes. Egal, zack, oh Mann, komm. Hi, Price. Schön, dich zu sehen, Captain. Ghost, Garrick, Price. Woher wusstet ihr? Laswell. Als Shepard untertauchte, hat sie uns informiert. Laswell, ein Fels in der Brandung. Colonel Vargas, das sind Captain Price und Sergeant Garrick. Danke für die Hilfe. Meine Männer brauchen Deckung. Gas, Ghost, so. Überwachung, sofort. Okay. Ja gut, das ist jetzt. Jetzt. Oh, das ist ein reines Sniperfest gerade. Der ist oben auf jeden Fall noch nicht bemannt, das ist gut. Haben wir da gerade nochmal neue Sniper oder was? Was? Ach, zünden. Ja, wir haben eine M4, wir haben genügend. Oh, okay. Du lieber Himmel, seht euch das an. Dann machen wir halt ein bisschen mit... Sind beide kaputt? Nee. Okay. Ja, da die Signal. Die will kam. Ah, ja. Klar, die ist halt Ult, ist halt ein Großkaliber. Wir sind startklar, Coronel. Verschwinden, Hermanos. Frag mich gerade, von wo die Schüsse herkommen. So, zack. Rein theoretisch schießen die ja von da, aber. Okay. Dann verschwinde.
So, Price, du bist letzter Mann. Einfach mal ganz eleganter Abgang. Die zwei gehören uns. Jack! Rodolfo, nimm den Truck, mit dem wir gekommen sind. Roger. Vaqueros, zu mir. Rudy, treffen beim Haus. Ja, Coronel, viel Glück. Captain, mir nach. Verstanden. Gas, fahr. Bin dabei. Ghost, go. Wir machen das. Alles rein. Drück drauf, Gas. Shepard hat uns auffliegen lassen. Er hat Graves in seine Shadows geschickt, um uns zu töten und los Vaqueros zusammenzutreiben. Wir wissen wieso. Das wohl hat ein bisschen gegraben. Was habt ihr gefunden? Die Wahrheit. Ich habe zensierte Infos über eine Geheimoperation von General Shepard entdeckt, die von der Shadow Company ausgeführt wurde. Sie transportierten ballistische US-Raketen zu unseren Verbündeten, die im Mittleren Osten gegen Russen kämpften. Die Mission lief nicht wie geplant. Was transportieren wir diesmal, Graves? Ich müsste dich töten, wenn ich dir das sage. Ich wette, das würde er auch. Ist wie eine Milchlieferung, Jungs. Waffen für die Guten. Zum Frühstück seid ihr wieder im Hauptquartier. Versaut es nicht, dann regnet es Boni. Sucht mich auf, wenn ihr zurück seid. Yep, 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 yep. Shepard wartet auf einen Bericht, lass die nicht hängen. Ende. Drei Container. Ganz schön viel Milch. Durstige Freunde. Shadow 2, ein Gold Eagle Kommando. Ich höre zwei. Drei Shadows verlassen Highway 7 Zulu. Keine Probleme. Kommando. Okay. Liefert die Fracht pünktlich aus. Kein Versagen. Eagle Ende. Kein Versagen? Ich sag doch, das Zeug ist wichtig. Was ist los? Drei, hier ist Erickson. Was ist los? Da ist ein Fahrzeug auf der Straße. Warte, ich komme zu dir. Graves, Vance, Achtung, werden aufgehalten. Kümmern uns drum. Tut das. Bleiben wir in Bewegung. Verstanden. Laut Aufklärung sollte die Route frei von Feindaktivität sein. Die Berichte waren falsch. Die Lieferung wurde entdeckt, ehe sie ihr Ziel erreichte. Ja, Jana, verschwinde da. Los, aus dem Weg! Das gefällt mir nicht. Sein Arabisch ist furchtbar. Yatta Harak! Minfalik! Paolo, lehn dich raus und gib ihm Deckung. Bin dabei. Wir brauchen einen Übersetzer. Wie sieht's aus, Sir? Vance, die Paolo, los, helft ihm schon. Es ist halt so klar. Einfach mal einen sauberen Hinterhalt inszeniert. Komm, Latna, Latna. Der ist der Funkverkehr. Oh. Ich muss halt wieder, wenn ich verletzt bin, na klar, wieder rein, dass ich mich halt heilen kann, aber trotzdem, das ist nicht gerade einfach. Hier jetzt irgendwie. Alle sauber irgendwie auszuschalten, vor allem, weil ich ja auch keine Möglichkeit habe, irgendwie Munition oder sowas zu kriegen. Oh, schnell rein. Als ob. Ich habe eine Kugel abbekommen. Eine einzige und bin schon wieder RIP. Alle Einheiten, wir haben russische Söldner hier draußen. Russische was? Die Feinde sind Russen. Es sind so viele. Graves, wir brauchen Verstärkung. Kommando, meine Jungs werden durchlöchert. Sie brauchen Luftunterstützung. Können wir nicht Graves unterstützen? Mist, runter!